Am 1. August sind wir im Tabacco der White Horse Party und haben ein Interview mit der Schaffhauser Band Yelo machen. Wir machen hier die erste August-Party mit zwei Konzerten, und zwar von Pablo Infernal und von unserer Lokal-Matadore Yelo. Also wir machen es eigentlich am 1. August, weil am 1. August sind sonst in andere Events. Es gibt Feuerwerke, es gibt 1. August-Reden, aber es gibt nicht so Konzert- oder Partymäßig. Und dann haben wir gedacht, machen wir das mal. Ja, letztes Jahr haben wir die Party zum ersten Mal gemacht, letztes Mal noch bei mir im Garten. Und damals haben wir es einfach ein bisschen professioneller aufziehen mit einer geilen Soundanlage und Lichteffekt und allem. Und darum machen wir sie damals im Tabacco. Wir beschreiben uns bisher als Pop-Punk, Punk-Rock. Die neuen Sachen werden wahrscheinlich eher in Richtung Party-Punk gehen, Disco-Punk. Ja. Ich würde sagen, dass wir einen saumässig starken Sänger haben, der extrem gute Songideen hat und uns das Ganze sehr, sehr gut kann näher bringen und wir trotzdem die Möglichkeiten haben, um uns drumherum aufzustellen und um uns drumherum unsere eigenen Gedanken machen, auch zu diesen Songs. Und dass wir einiges zusammen durchgemacht haben, was uns doch sehr zusammengebracht hat. Und wir einfach funktionieren als Menschen miteinander. Ja, wir sind nebenbei auch viele neue Projekte machen. Wir haben neue Tracks oben, die wir einfach mal im Studio aufnehmen, live noch ein bisschen verfeinern und dann eigentlich im nächsten Jahr werden raushauen. Und wir arbeiten aktuell gerade an einem Videoclip, der dann auch bald einmal zu bewundern ist. Und ich denke, wir stecken uns da einfach gegenseitig an. Es ist immer so ein bisschen. Vor dem Konzert ist man meistens ein bisschen müde und ein bisschen niedergeschlagen. Und wenn man auf die Bühne kommt, kommt dann das Adrenalin rauf und der Spass kommt. Und ja, das steckt einfach an irgendwie. Wir pushen uns da gegenseitig ein bisschen und ja, das ergibt sich dann einfach so. Ja, und unsere Fans bringen mich zum Beispiel auch immer, oder ich glaube auch uns immer wieder dazu, zum wirklich nochmal Vollgas geben, wie es einfach, und genau die Fans, die jetzt im Hintergrund gerade alle Grimassen machen, oder Freunde, besser gesagt, ja, die bringen uns auch immer wieder dazu, dass wir wirklich Spass auf der Bühne können, authentisch haben und nicht so tun, als ob, weil es einfach wirklich geil ist, um so Leute, vor so Leuten zu spielen. Mega, mega schön gewesen. Es ist für uns ein Heimspiel natürlich. Wir haben ja hier auch unser erstes Konzert gespielt und sind jetzt nochmal zurückgekommen. Und doch selber auch merken, dass ein Fortschritt stattgefunden hat. Ja, und dass die Leute einfach mittlerweile noch mehr Songs können mitsingen und voll dabei sind. Es ist so schön. Also ich bin völlig geflasht vom heutigen Abend und ich
würde es gerne wiederholen. Ja, es war echt geil, da wieder mal zu spielen. Es war unser erstes Konzert hier drin. Und jetzt wieder zurückzukommen. Und es sind immer noch Leute, die kommen und uns hören können. Das ist einfach ein schönes Gefühl und haben auch alle super mitgemacht. Das ist echt geil. Wir haben jetzt gerade frisch einen neuen Song rausgebracht, am 2. August. Das ist von unserer ehemaligen Band, der Sänger, der an Krebs verstorben ist. Und wir haben seinen Spitznamen eigentlich als Bandname so übernommen. Destroying mirrors, drowning my camera, burning old pictures, drinking all day long. Nothing would help me, changing the fact that he is no longer part of this world. If raindrops were our tears, for we have lost, that would explain this cloud raining on us. It's funny how they say that this made me stronger. Does that do for me if he lives no longer? I don't believe that you're in charge of his suffering, but still I can't understand if some people do. If raindrops were our tears, for all we have lost, that would explain these clouds raining on us. If raindrops were our tears, for all we have lost,